DiscoFox FM. Hier ist dein Webradio für Musik mit Gefühl. So, Jürgen Peter ist eingetroffen. Ich grüße dich, mein Freund. Schönen guten Tag. Moin zusammen. Er hat mir gerade erzählt, er hat nur 3 Stunden geschlafen. Ja. Weil er von einer Tour zur anderen geht. Und heute musst du auch wieder nach Richtung Köln, glaube ich, ne? Ja, in Richtung Eifel, das sind von hier aus knappe 200 Kilometer nachher. Aber du hast gerade eben nach Tobi gefragt. Ja? Der ist gerade abgegangen wie eine Rakete, ich glaube zur nächsten Party oder so. Der ist auf einmal weg? Ja, der heißt doch Party-Rakete. Wir können ja mal rufen, Tobi! Ja, Jürgen, was soll ich sagen bei dir? Ja, was soll man sagen? Also, ich freue mich erstmal, dass ich hier bin. Mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, das ist schon ein paar Wochen her, wo ich hier war. Mhm. Ja. Und du hast auch was mitgebracht. Ich habe auch was mitgebracht, beziehungsweise für dich mitgebracht, weil du warst ja so nett, was von mir zu kaufen für deine Leute von DiscoFox FM. Naja, du hast auch gespendet. Ja. So, und da habe ich hier vorliegen, Iris, kannst du das mal erzählen? Du sollst auch was tun. Hören die mich jetzt? Die hören dich, ja. Okay. Ich höre dich auch. Okay. Also der Jürgen Peter, der hat für die Albumpremiere Karten mitgebracht, die ihr gewinnen könnt, wenn ich jetzt nichts Falsches gesagt habe. Ja, die müssen ein bisschen arbeiten, weil umsonst gibt's gar nichts hier. Was müssen die denn machen? Das überlegen wir uns jetzt gleich noch. So einfach geht das nicht. Also wir haben Eintrittskarten hier, 5 Stück an der Zahl, 2, 4, 5 Stück an der Zahl. Und mit dieser Eintrittskarte kommt ihr dann in die Lokalitäten von Hotel. Ne, wie heißt das genau? Seerosensaal ist das. Seerosensaal. Seerosensaal, ja. Das Hotel hatte ich die Tage angegeben, Hotel Stadt Lobberich. Mhm, das genau. Ist 5 Minuten Fußweg entfernt. Das heißt, wer jetzt kommen möchte oder die Karten gewinnt, der kann auch, wenn er von weiter außerhalb kommt, da auch nächtigen. Die Karten kosten eigentlich 19,90 Euro. Inklusive Album. Wenn ihr mit dieser Karte dann reingeht, dann bekommt ihr ein Album geschenkt. Genau. Soll heißen, wir haben keine CDs zu verlosen heute, sondern Eintrittskarten und die CD bekommt ihr dann am Eingang. Habe ich das alles so richtig gemacht? So sieht's aus. Nach meiner Präsentation werde ich natürlich auch alle Alben signieren. Ja, wenn die Leute das wollen. Wenn sie nicht wollen, müssen sie dann mit dem Album nach Hause gehen. Du sagtest 1000 Mal Amore und der Jürgen Peter hat das nicht nur gesagt, sondern er hat das wunderschön rübergebracht, gesanglich. Die zwei arbeiten noch an der Technik. Er war ja schon mal hier, aber natürlich hat er wieder sein Passwort vergessen, der Jürgen, ne? Klar. Hat er im Swimmingpool vergraben. Hast du deinen Pool abgebaut? Ja, ich habe meinen Pool abgebaut. Mhm. Da hatte ich ja geschrieben, ich mache einen Teichstrauß. Ja. Ist keiner gekommen zum Schwimmen. Blödsinn. Machst du jetzt wirklich einen Teichstrauß? Nein, Blödsinn. Ich habe mir nachher drunter geschrieben, aber das lesen die wenigsten, dass ich das in diesem Tweet wieder geschrieben hatte. Und zwar, ich habe mir einen Skimmer gekauft. Aha. So, und dieser Skimmer wird außen in den Pool eingelassen. Das heißt, ich muss da ein Loch reinschneiden und so. Ich hatte einen, ja. Okay, aber die meisten wissen es vielleicht nicht. Ne? So. Das heißt, ich musste sowieso das Wasser ablassen. Wenn da Späne oder sowas reinfliegen, ist das gar nicht gut. Deswegen musste ich schon mal das ganze Wasser ablassen. Und dann habe ich mir gedacht, da ist ja eine Betonplatte drunter. Mhm. Und da habe ich nur die Folie drauf gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, wenn jetzt einer eine Popobombe da reinmacht und kommt mit dem Steiß auf den Beton, dann ist der Steiß gebrochen. Du brauchst dann einen Filz für. Genau. Nee, ich habe jetzt keinen Filz. Ich habe mir schöne dicke Gummimatten gekauft und habe komplett den Pool abgebaut. Mach jetzt dicke Gummimatten drunter, da wird alles wieder aufgebaut, da wird das Skimmer eingebaut und dann kommt auch das komplette Holzgerüst außenrum. Ja, und dann haben wir so eine Wohlfühloase. Und dann komme ich schwimmen. Dann kommst du schwimmen. Aber ich kann nicht schwimmen. Bei mir darf das Wasser nur 90 cm hoch sein. Ist es ja nur. Ja. Habe ich ja Glück gehabt. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nichts wie raus zum Jürgen. So, du hast ja nicht so viel Zeit heute, du hast ja noch einen Auftritt. Um 13 Uhr fängt das da an und wann trittst du auf? Ich habe jetzt einen Termin bekommen, ich glaube 16 Uhr oder 16. 16 Uhr, ach, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ich muss noch 2 Stunden fahren. Gut, dann gehen wir mal ran an die Verlosung. Also, tolle Eintrittskarten zu verschenken, zu verlosen, wenn ihr hier im Studio anruft und sagt, wo findet die Veranstaltung statt? Ja, und wenn ihr das nicht wisst, geht mal einfach auf die Seite von Jürgen Peter
Und dann seid ihr schon auf dem richtigen Wege. Super. Und wir brauchen den Ort. Den Ort. Und wie die Location heißt. Ja. Also so einfach wird es nicht. Aber die Postleitzahl, die schenken wir denen. Die schenken wir. Die schenken wir. Die schenken wir. Ich komme ja auch hin, meinem Sohn. Das ist schon abgemacht. Aber super. Ich brauch keine Eintrittskarte verlosen. Oder ich verlose die. Ich rufe mich jetzt selber an. Manfred, wähl schon mal. Vielleicht gewinnst du sie ja. Gehen wir doch mal ans Telefon. Manfred, Disco Fox FM, einen wunderschönen guten Tag. Moin Manfred, hier ist Udo aus Essen. Der Udo aus Essen, grüß dich Udo. Mit dir, hi Manfred. Mit dir habe ich eh noch ein Hühnchen zu rupfen, du. Warum? Ja, du hast doch eine CD gewonnen, aber ich habe deine Adresse nicht. Ah. Kann das sein, dass du das bist? Ja, ne, aus Essen, ne? Ja, genau. Ja, ja. Dann ich kann dir aber auch meine Adresse geben, so ist das nicht. Ja, dann machst du mal am besten über Facebook. Alles klar. Sonst, wenn du das öffentlich machst, dann stehen all die Frauen bei dir vor der Tür heute Mittag. Nee, ich bin glücklich und treu vergeben, Manfred. Keine Chance. Du möchtest auch zu der Veranstaltung von Jürgen Peter? Ja. Dann sag mir doch mal bitte das Lösungswort. Oder? Das ist Neuerburg. Nee. Jürgen? Ja? Der Udo erzählt hier was von Neuerburg. Von Neuerburg? Ist das richtig? Nee, ne? Doch. Ach, das... Da bin ich ja nachher. Nein, er wollte ja eine Karte gewinnen. Und er sollte ja sagen, das Hotel, beziehungsweise wo du deinen Auftritt hast. Nein, wir haben ja nicht gefragt, wo ich meinen Auftritt gleich habe, sondern wir haben ja gefragt, wo meine Albumpräsentation stattfindet. Am 27.08. Am 27.08., ja. Genau. Das Neuerburg bin ich nachher. Das ist die... Geburtstagsparty und Rewefest. Ja, sag ich doch. Das ist die falsche Antwort, Udo. Ah, dann habe ich mich vertan. Ja, dann musst du noch mal gucken gehen auf seiner Seite. Ja, ich habe ja gesagt, so einfach wird es nicht. Das ist am 27.08. Findest du garantiert. Und dann musst du noch mal Geld ausgeben und hier anrufen. Ja, kein Problem. Das hast du jetzt davon. Kein Problem. Super. Bis gleich. Wir haben ja noch ein paar Karten. Und bis gleich. Ciao. Und vor allen Dingen, wir haben nachher auch noch zwei Karten zu verlosen für den 5.8. in Bostedt bei unserem Thorsten Gäbel bei einer wunderschönen Party. Ja, das würde passen. Das würde passen. Ja, weil auf Schalke bin ich sowieso, dann kommt noch Hot in Pot, da bin ich auch. Also da passt die Karte gerade noch dazwischen. Du willst aber auch alles haben, du. Kaufst du auch schon alles oder gar nichts, ne? Hör mal, kaufst du auch schon mal Karten oder gewinnst du die nur? Nein, ich habe jetzt immer nur Karten gekauft. Das ist gut. Das müssen die Künstler. Und da, wo Jürgen Peters ist, da bin ich sowieso dabei. Okay. Also sehr schön. Wenn du das S da hinten noch weglässt, Jürgen Peters. Und nur Jürgen Problem. Peter. Dann bin ich sehr zufrieden. Das S darfst du verschlucken zum Mittagessen. Ist kein Problem, das ist, machen die meisten. Udo, bis gleich. Bis gleich, ciao. Bis gleich, tschüss. Tschüssi. Manfred Disco Fox FM, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist dein Kollege der Andreas. Hallo Jürgen, hallo Iris. Grüß dich Andreas. Grüß dich. Du hast mir eben geschrieben, du möchtest unbedingt nach Bostedt. Ja, das ist ein super Line-Up. Also Jürgen Peter ist ja da, Bert Silver, Mike Bauhaus, Hansi Süßenbach und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich gleich hier um die Ecke. Und da würde ich sowas von gerne hin. Nach Bostedt. Und wenn du da vielleicht zwei Kärtchen für mich hast. Das läuft ja auch folgendermaßen. Wir haben zwar zwei Karten zu verlosen, aber die sind ja nicht zusammen zu verlosen. Nee, das ist klar. Das heißt, er würde eine bekommen. Eine würdest du bekommen? Ja. Und wenn du folgende Frage beantwortest. Wenn du folgende Frage beantwortest. Wer ist alles da an diesem Abend beim Thorsten Gäbel in Bostedt? Wenn ich da jetzt alle drauf kriege, dann weiß ich das nicht ganz genau. Aber ich versuche immer ganz schnell zu googeln hier. ein bisschen Arbeit muss sein. Die sind ja auch. Ja, auf jeden Fall du günstig. Natürlich, Jürgen. Ja, das ist schon mal sehr gut, dass du das weißt. Hansi Süßenbach, sagte ich ja gerade, Mike Bauhaus. Ich glaube, ich habe mitbekommen, dass Norman Langen auch dabei ist. Ja, und natürlich der DJ Thorsten, also Duschi. Ja, und wir die anderen, die so auf Anhieb. Ich glaube, das können wir durchgehen lassen. Ne? Jensen Riemann ist da. Du kannst ja, jetzt, okay. Der Jürgen füllt jetzt auf, wer noch da ist. Auf jeden Fall, Bands sind noch da, die Coversongs machen, aber richtig, richtig cool. Ja. Und ja,
jede Menge Überraschungen auch noch. Ja, ich freue mich drauf. Ja, der Thorsten geil. Lässt sich da immer was einfallen und ich bin froh, wieder dabei zu sein. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ja. Und der 5.8. würde ich mal sagen, hast du jetzt eine Karte gewonnen von dem Thorsten Gebel? Du bist ein Schatz. Okay. Die eine Karte hast du schon mal und die andere musst du dir dann bei dem Thorsten kaufen. Okay, ja, das ist ja dann kein Problem. Wenn du mit Begleitung kommst. Ich stelle mich auch vorne hin, wenn du singst, Jürgen, und ich mache Winke, Winke, okay? Okay, aber nicht nur Winke, Winke machen, mitsingen ist angesagt. Auf jeden Fall. Du bist doch textfrei, oder? Singen kannst du nicht. Ja, doch, versuchen wir mal. Aber mich würde dann interessieren, Jürgen, machst du dann auch was von deinem neuen Album auf der Bühne in Buchstedt? Ja, sicher. Schön, da freue ich mich drauf. Also sind ja jede Menge Mixer auch drauf auf dem neuen Album. Die werde ich da auch präsentieren. Ich werde überwiegend mittlerweile auch auf der Bühne, wo ich jetzt sage, da ist ja richtig viel Bums dahinter bei den neuen Mixen. Ob das die allerletzte Träne ist oder 1000 Mal Amore, der neue Remix und sowas. Das werde ich natürlich in der nächsten Zeit auch mit auf der Bühne präsentieren. Ja, hast du das bei deinem Hof, Haus- und Hofproduzenten produzieren lassen oder warst du dann mal woanders? Bei welchem Song meinst du jetzt? Ja, ich meine also dein ganzes Album. Das also ganze Album Lieblingsschlager ist im Prinzip alles von meinem langjährigen Produzenten, von dem Gerd Jacobs gemacht. Ja. Sein Sohn, Mixmaster JJ, hat mir die ganzen Mixe gemacht. Und ich habe jetzt... der Jermaine. Und ich habe jetzt zwischenzeitlich, war aber auch mit Gerd abgesprochen, ist überhaupt kein Problem, weil er keine Zeit hatte, hatte ich bei Marc Fess, habe ich die neue Nummer gemacht, 1000 Mal Amore. Und der Stefan Rengpeng-Weidenbrück hat mir den Mix dazu gemacht von dem neuen 1000 Mal Amore. Na, das heißt, wir arbeiten alle super zusammen und alles entspannt. Fantastisch, fantastisch. Wie lange hast du denn gebraucht? Also, ich meine, vor der Zeit, hat das jetzt alles an einem Tag erledigt, eingesungen oder hast du das schon ein bisschen länger? Hast du öfter nach Viersen fahren müssen, sagen wir mal so? Ja, also für das Album sowieso, sowas kannst du nicht. Also so mache ich auch nicht an einem Tag. Wenn man es vielleicht schon gemerkt hat, ich bin jetzt kein Künstler, der jedes Jahr ein oder zwei Alben rausknallt. Ja, weil was mir ganz, ganz wichtig ist, dass jeder Song auch irgendwo seine Bedeutung hat für mich. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, mir fällt ein Text ein oder ich kriege einen Text vielleicht zugeschickt, mache die Musik dazu oder umgekehrt. Ja. Dann wird dieser ausgearbeitet, geht dann ins Studio zum Produzieren. Dann wird das Vorplayback gemacht, dann nehme ich auf und dann wird der Endmix quasi gemacht. Das heißt, so ein Titel, der dauert bei mir schon 2, 3, 4 Wochen, weil ich auch gesagt habe, selbst wenn es gerade wenn es ein neuer Titel ist und den gab es noch nie, ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ich so viel Leidenschaft und Gefühl in den Titel reinbringen kann, dann nützt mir das nichts, wenn ich den Text ablese, sondern ich muss mich auch da reinfühlen können. Und deswegen dauert das bei mir zwar etwas länger, aber ich sag, bei mir kommt nichts raus, was nicht von Herzen kommt. Fantastisch, Jürgen. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, wenn ich dich sowieso schon mal am Öhrchen habe. Was sagst du denn zu den Kollegen-Künstlern, die deine Songs einfach auf der Bühne singen? Haben die da eine Erlaubnis für oder... gibt es da welche, die eine Erlaubnis haben oder wie gehst du dann gegen sowas an oder wenn es eben ohne Erlaubnis ist oder lässt es einfach laufen? Ja, es ist ein schwieriges Thema und ein leidiges Thema, was ich schon seit Jahren habe. Deswegen habe ich mir vor 2 Wochen oder so mal ein bisschen Luft gemacht. Aber da ging es nicht um alle Künstler, die jetzt irgendwie meinen Song singen. Das ist ja eher das Gegenteil. Ich bin ja stolz und glücklich, weil schlechte Songs werden nicht gecovert. Und wenn die auf der Bühne stehen, Mary Jane singen und dann alle singen mit, dann ist das ja auch eine Auszeichnung für mich, dass die meinen Song überhaupt singen. Ja, weil das ist, wenn du jetzt einen Song singst, den keiner kennt, da hat auch keiner Interesse dran, das würden die auch nicht machen. Deswegen fühle ich mich da auch geschmeichelt. Das Problem war in den letzten Jahren wirklich, das mit meinen Original-Playbacks aufgetreten worden ist. Die haben sich untereinander verbreitet wie ein Lauffeuer. Und ich sag jetzt mal, wenn ich meine Stimme im Hintergrund habe und die Leute singen dazu, dann ist das für mich nicht so schön, weil ich, das ist genauso, als wenn ich hinter irgendjemandem auf der Bühne stehe und mache jetzt für den die Chöre. Ja? Ja. Entweder fragt man da um Erlaubnis und ich habe manche Kollegen, die haben sogar meinen Playback bekommen, wie zum Beispiel Michael Fischer, Stefan Peters und da sind wirklich einige, die haben mein Original-Playback auch, weil ich mit den Künstlern super klarkomme und man muss auch immer geben und nehmen in der Branche. Stefan Peters, mit dem arbeite ich jetzt schon jahrelang zusammen, Michael Fischer, wir haben uns von Anfang an gemocht und er würde niemals irgendwas sagen, wenn ich jetzt einen Song von ihm machen würde. Das heißt, man muss sich schon gegenseitig verständigen, aber einfach irgendwas zu machen, sich fremden Sachen anzueignen, ohne mit jemandem darüber zu sprechen, das einfach zu machen, finde ich nicht kollegial und auch nicht, ist auch nicht manchmal legal,
Aber ich werde einen Teufel tun und werde die Leute verklagen oder sonst irgendwas, weil ich konzentriere mich auf neue Sachen und kann nur sagen, dass es hoffentlich nicht mehr passiert, dass wir uns alle in der Branche ja auch irgendwo irgendwie begegnen müssen oder sollen. Wir haben gestern Abend ein Tauschkonzert gehabt mit Ben Luca, Andreas Labo, Noel Terhorst. Und wir haben so eine tolle Veranstaltung gemacht. Jeder hat auch von jedem einen Song gesungen, seinen besten Song. Und sowas macht mich dann stolz, dass Künstler untereinander zusammenarbeiten und nicht der eine dem anderen versucht, irgendwas abzugraben. Und das ist... Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ist halt schon allein, ich sag mal, der erste Schritt, die Sauerei, dein Playback. Ich weiß nicht, dann kannst du ja wahrscheinlich mit der Nase dran riechen, dass es irgendein DJ ist, der dich mal auf der Bühne hatte und für dich eben die CD laufen gelassen hat, dass der da... Nein, das muss ich ja auch noch von mir weisen. Es ist damals, ist ein Fehler passiert, und zwar ist mit meinem Original Mary Jane leider das Playback auch in den Download reingekommen als Karaoke-Version. Das haben wir nach ein paar Wochen, haben wir das sofort wieder gelöscht, wo ich das gesagt habe, das geht gar nicht. Ja, ist aber auch kein Problem, weil es steht ja auch drauf Karaoke-Version. Und Karaoke-Version, das war zur damaligen Zeit, heißt für mich einfach, weißt du, wenn du auf dem Geburtstag bist, wenn du irgendwas singen willst vor Leuten, es gibt Karaoke-Shows, in jeder Stadt gibt es mittlerweile Karaoke-Veranstaltungen, es gibt sogar Karaoke-Video dazu. Und dann ist das aus Spaß an der Freude. Aber problematischer finde ich es, auf der Bühne zu stehen, mit fremden Sachen und damit Geld zu verdienen. Dann dafür war es nicht geeignet und beziehungsweise war es auch nicht gedacht. Deswegen, ich werde einen Teufel tun, ich werde keine Kollegen verklagen. Ich habe manche gebeten, auch immer wieder das nicht zu tun. Manche habe ich jetzt komplett aussortiert, weil die mich komplett ignorieren und da gar nicht drauf eingehen. Und ich sage immer, was man gibt, kommt auch irgendwann zurück. Und wenn es was Böses ist, kommt das auch irgendwann zurück. Da brauche ich gar nichts für zu tun. Und deswegen sage ich immer, lasst uns alle kollegial miteinander umgehen und keiner hat mit dem anderen ein Problem. Weil es ist, man sagt ja immer, die Schlagerbranche ist ein Haifischbecken. Stimmt auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite muss es aber nicht sein. Es geht auch anders, dass man sich versteht und dass man auf jeden Fall auch ganz viel zusammenarbeiten kann. Es geht heute nur noch miteinander. Es gibt genug Stress, Kriege oder sonst irgendwas auf der Welt. Da müssen wir uns das Leben nicht einfach noch zusammen schwer machen. Das geht gar nicht. Ja, korrekt. So, jetzt hast du das ganze Interview vorweggenommen, lieber Andreas. Auch manche, du hast noch ein paar Fragen mehr bestimmt. Ich könnte dir auch noch der Iris danken, dass sie den weiten Weg mit der Bahn hinter sich gelegt hat, ne? So, der Iris gebe ich jetzt das Funkmikrofon. Ich hoffe, das klappt. So, dann sag mal. Nein, also ist ja deine Sendung. Ich wollte jetzt nicht den Rahmen sprengen hier, Manfred, aber trotzdem schöne Grüße an Iris. Und Jürgen Peter, ich freue mich auf den 5.8. in Bostedt bei der Riesenveranstaltung da auf diesem Hof. Ja, dito. Und ne, wir machen mal Shake Hands. Genau, das machen wir. Ja. Sag mal. Den weiten Weg habe ich sehr gerne gemacht. Ja, schön, Iris. Der Manfred meinte gestern in seiner Sendung, du wärst was für mich. So von der Figur her. Ich weiß es nicht. Nein, leider bin ich nicht auf Männersuche. War ja auch nur ein kleiner Scherz. Aber das Baggern überlässt du bitte mir, ja? Okay, Manfred. Ah, okay, ihr drei. Ich wünsche euch eine schöne Sendung. Vielen Dank nochmal, wie gesagt. Und Disco Fox FM zum 9. nochmal von mir hier übers Telefon. Herzlichen Glückwunsch. Alles klar, Andreas. Danke dir. Bis dann, ciao. Tschüss. So, jetzt machen wir die Musik zu Ende, die ich angefangen habe, und dann wenden wir uns mal unserem Tobi zu, den wir wiedergefunden haben im Garten. Ich habe schon gedacht, der wäre im Teich ertrunken. Ich hatte doch eben gesagt, der ist abgegangen wie eine Rakete zur nächsten Party. Ja. Deswegen heißt der Tobi die Partyrakete. Gehen wir ans Telefon, das ist bestimmt wieder der Jürgen. Der Udo, habe ich mir doch gedacht. Udo. Jetzt weiß ich, wo das ist. Du weißt jetzt, wo das ist. Seerosensaal. Kannst du mal losfahren. Seerosensaal in? Lobberich. Richtig. Hast du schon mal eine Karte gewonnen? Du hast 99 Punkte ergattert. Ja. Bei so einem Sänger ist das kein Wunder, ne? Ja, Udo, wie gesagt, schreibst du mir... Hab ich schon. Hast du schon? Hab ich schon. Ich war schneller. Bei Facebook? Ja. Okay, dann werde ich das ja wohl finden. Ja, Udo, dann würden wir dich wohl begrüßen können an dem Abend. Ich reiß die Karte schon mal ab. Ja. Alles klar, Udo. Ich bedanke mich bei euch. Aber gerne doch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Danke, gleichfalls. Das wünschen wir uns auch. Tschüss. So, jetzt begrüßen wir mal ganz offiziell den Tobi.
der die Rakete hier schon gestartet hat. Ja, ich war gerade im Garten, ich habe gerade gefischt. Hast du Rasenmäher gefunden? Rasenmäher habe ich nicht gefunden. Ja, herzlich willkommen, lieber Tobi. Ja, herzlich willkommen, danke schön. Ich bin eben im Schienenersatzverkehr hier hingefahren. Das ist wirklich nur Katastrophe, sage ich. Also es ist Katastrophe hoch drei. Warum hast du denn immer noch keinen Führerschein? Tja, das Geld, das viele Geld, das reicht noch nicht so ganz. Keine Fremdwerbung für die Bahn? Ja, Fremdwerbung möchte ich das jetzt nicht nennen, weil, die Bahn. Du musst nicht immer so viel kostenlose Auftritte machen, das schädigt andere Kollegen und du kommst zu deinem Führerschein. Mein lieber Freund, ja, das ist seit 2016 vorbei. Ja, da habe ich aufgehört mit. Nicht nur deinen Ratschlag, ich habe das von super vielen Leuten schon gehört und ich habe mir das natürlich zu Herzen genommen, wie auch alles andere, was man mir immer wieder gesagt hat und deswegen, ich nehme Kritik ja zu Herzen und arbeite dann auch an mir auf jeden Fall. Du warst gestern auch beim Songtausch. Ja, war sehr geil. Sehr toll gewesen und ich war leider ein bisschen später, ich war so gegen 22 Uhr da, aber ich habe trotzdem die Tauschsongs noch mitbekommen und bin irgendwann um 4.14 Uhr nach Hause gekommen, auch wieder mit Schienenersatzverkehr. Wer hat denn tausendmal Amore gesungen? Ja, gar keiner. Wie gar keiner? Die lief gar nicht. Jürgen, keiner? Da hat deinen Song gesungen? Nein, ich hatte gestern eine Auswahl von 4 oder 5 Songs, weil jeder hatte auch so eine Deadline, wo er, dann habe ich mir gedacht, nach Hause natürlich die Gassenhauer raus. Und dann wollte ich eigentlich tausendmal Amore machen, aber ich hatte alle Sachen, die ich hatte, auch auf Minidisc. Und ich bin jetzt kein Künstler, der jetzt von CD, von Minidisc, dann musst du wieder hier und dann musst du wieder umspringen, weil dann wird auch irgendwie dann der beste Techniker überfordert. Und dann habe ich gesagt, okay, weil gestern war wirklich viel los, es war auch viel abzumischen und die ganzen Kollegen, die mussten ja auch alle gut dastehen und da wollte ich jetzt nicht daran schuld sein, wenn nachher irgendwas schief geht. So, und deswegen, ich habe die noch nicht auf MD, also den neuen Mix davon. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir die jetzt weg, bevor wir da irgendwie in Bredouille kommen nachher. Aber Mary Jane hat garantiert einer gesungen. Ja, sicher. Wer denn? Ben Luca. Genau. Gut. Also wir haben alle einen Song von Ben gesungen und Ben hat alle einen von uns einen Song gesungen. Und Tobi war als Gast da. Ich war als Gast da. Du hast die Bühnendekoration gemacht. Ich habe auch brav meine 15 Euro bezahlt und habe auch brav meinen Button bekommen. Ich war auch nicht eingeladen. Ich habe meine Getränke bezahlt. Ich wollte mir das einfach angucken, weil ich fand das sehr cool. Ich fand die Idee sehr cool. Ich habe dem Ben Bescheid gegeben, dass ich da vorbeikomme. Und ich fand es toll. Ich fand es echt toll. Ich habe gestern erst gedacht, wo kommt denn der Holländer her? Der hat geleuchtet, der kam rein und hat sein oranges T-Shirt an, ja, hat geleuchtet wie eine Rakete. Oh, ne. Ja, aber mittlerweile oranges T-Shirt, wie Jürgen schon sagte, mittlerweile oranges T-Shirt. Ich habe ja vorher mal so ein useliges Hemd angehabt, aber das T-Shirt, finde ich persönlich, sieht ein bisschen moderner aus. Hast du da mehrere? Du hast ja zwei Hemden, ne? Ja, ich das musst du den Leuten auch sagen. Ich hatte denken, du hättest immer das gleiche an. Nein, ich habe natürlich noch ein bisschen mehr. musst du Zahlen drauf machen. Oder Montag, Dienstag, Mittwoch. Nein, das ist klar. Aber da habe ich auch schon viele mit belächelt. Die gesagt, der läuft immer orange rum. Aber meine Güte, ist halt ein Wiedererkennungswert. Ne? Das ist halt. Ne? Eine schöne Jacke habe ich geschenkt bekommen von meinen Fans jetzt zum Geburtstag. Die habe ich jetzt immer an und finde ich schön. Also mir gefällt. Also du machst also immer für deine Fans irgendwelche Wunschlisten und die schenken dir das dann. Nein, das haben die zusammengeschmissen und mir dann am 1.7. halt überreicht. Also ich mache keine Wunschliste. Ich wollte auch schon mal so eine Wunschliste schreiben. Nein, ich finde das auch schön, wenn Fans einfach so auf die Idee kommen, ja, was schenken wir dem? Und dann schmeißen sie alles zusammen und schenken ihm eine schicke Jacke. Warum denn nicht? Also ich finde es vollkommen okay. Ja, ist auch. Und dann trage ich die auch gerne. Zwar jetzt nicht die ganze Zeit, weil es wird dann ein bisschen zu warm, wenn man die beim Auftritt trägt, aber zumindest die ersten zwei Songs werde ich dann meistens jetzt mal tragen. Ich glaube, Jürgen bekommt auch schon mal was von seinen Fans geschenkt. Ne? Die Kette, glaube ich, wo ist die geschenkt oder hast du die gekauft? Die ich jetzt anhabe mit dem Totenkopf, die habe ich. Aber du hast schon mal welche geschenkt bekommen. Von einer ganz, ganz lieben Freundin von Dani. Dani Tauber, die hat das Label glamhouse.de und leonstein.de. Und ich bin auf den Schmuck von der aufmerksam geworden über den Freund von mir, über Tom. Und das ist genau mein Style. Ich trage ja auch so T-Shirts oder Jacken mit Totenköpfen drauf und so. Und das ist total edel gemacht. Und ja, dann habe ich mit Dani telefoniert und dann sind wir zusammengekommen. Ne? Und wir haben eine schöne Kooperation, ist eine ganz, ganz liebe. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst auch mal persönlich kennenlernen. Lieber Tobi, lieber Jürgen, ihr wart ja schon so oft hier, ich weiß gar nicht mehr, was ich euch fragen soll. Liebe Iris, hast du vergessen? Ich weiß schon alles. Die Iris ist da. Iris muss sich immer erst einloggen. Schaffst du das? Die Iris aus Rees.
Soll ich dir helfen, Iris? Iris, wie geht's dir denn, Iris, mit den ganzen Künstlern hier, die du ja auch immer auf deinen Veranstaltungen, Iris ist ja die Partymaus, die ist auf fast jeder Veranstaltung oder auf jeder zweiten und macht dann immer Selfies. Heute bin ich ja zum ersten Mal im Studio und ist eigentlich ganz lustig. Ganz lustig. Ist aber was ganz anderes als so auf Schlager-Events. Gestern war ich zum Beispiel in Duisburg auf dem Stadtfest. Mhm. Und war eigentlich auch ganz da cool. Da war viel los, ne? Viel Gedränge. Da war viel los, doch. Mhm. Kannst ein bisschen näher das Mikro nehmen, dann kann man dich noch besser verstehen als jetzt. Aber nicht aufessen. Nein. Das Schwarze da oben, das nennt man Spucknapf. Da darfst du aber nicht reinspucken. Gut, dann machen wir weiter mit Musik. Oder wolltest du noch was loswerden, was ganz wichtig ist? An sich wollten wir Karten loswerden, aber hier ruft sonst keiner an. Wo sind denn deine Fans? Sonst klingelt es immer hier. Ja, wir müssen ja eine neue Frage erstmal stellen. Ach, wir müssen eine neue Frage stellen. Wir müssen eine neue Frage stellen, weil die warten ja darauf, dass wir eine neue Frage stellen, dass sie anrufen können. So, Also wir werden jetzt mal sagen, die Leute müssten mindestens 5 Titel nennen, die auf meinem neuen Album drauf sind. 5 Stück. Album heißt Lieblingsschlager, deswegen Albumpräsentation und keine Albumpremiere. Aber sagt uns einfach, nennt uns 5 Titel, die auf diesem Album vertreten sind. Und ihr habt eine Karte gewonnen für Lobberich Seerosensaal 27.08. Meine Albumpräsentation von Lieblingsschlager. Also. Manfred Disco Fox FM, guten Tag. Ja, guten Tag, hier ist der Thomas. Grüß dich, Thomas. Hallo Manfred, hallo. Du hast ein Anliegen. Was? Bist du doch da? Ja, sicher, Thomas. Erzähl, was möchtest du? Ja, also ich habe jetzt quasi hier bei der Frage zugehört, weil ich leider nicht von Anfang an dabei sein konnte. Mhm. Thomas, wenn ich das gewusst hätte, ich gesagt, der Thomas darf nicht mitspielen, der kennt alle Titel von mir. Aber jetzt bist du schon mal da und jetzt willst du die 5 Titel nennen, damit du die Karte gewinnst. Habe ich recht? Ja, genau. Dann leg los. Wir hören dir genau zu. Ganz langsam zum Mitschreiben. Ja, also 1000 Mal Amore. 1, ja. Pechschwarze Haare. Yes. Wenn du gehst. Moment. Erwischt. Puls ist das. Erwischt. Das muss er selber erstmal nachgucken. Ja. Ja, ich hab die jetzt im Auto, die CD. Moment. Jetzt muss ich dich aber filmen, du. Ich glaube, du hast das Album Schlaflos gerade vor dir liegen, oder? Nein. Titel 12 ist das, wenn du gehst. Das geht. Hast du Glück gehabt, ey. Wie ein Komet? Ja. Wie viele haben wir jetzt? 2. Ja, komm, nenn noch ein paar, wenn 2. Du schon mal dran bist. Du hast alle 20 vor dir liegen. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Du sagst mir jetzt von vorne bis hinten alle Titel und du bekommst 2 Karten. Oh, das ist gut. Oh. Schau jetzt mal Manfreds Karten raus. Willst du die dann noch aufschreiben oder soll ich die einfach nur nennen? Du sollst die nennen. Nenn mir die. Flüssig bitte. Also Mary Jane, Ich setze alles auf Rot. Nelia, die allerletzte Träne. Ich bin wieder frei. Noch nie. Schlaflos. Ich kann dich nicht vergessen. 1000 Mal Amore. Pechschwarze Haare. Engel mit den blauen Augen. Wenn du gehst, Janine, wie ein Komet, die allerletzte Träne, ich setze alles auf Rot, Janine, wie ein Komet, Mary Jane, 1000 Mal Amore. Okay, du hast die Mixe dahinter vergessen, ganz, ganz wichtig. Sag mal die Mixe nochmal, von wem sind die? Du bist ja schlimmer wie ein Oberlehrer. Ja, hör mal, der gewinnt gerade Karten im Wert von 40 Euro, inklusive 2 Alben. Wie ein Komet, der DJ-Mix. Ja. Dann einmal Janine von Mixmaster JJ Remix. Ja. Ich setze alles auf Rot, auch von Mixmaster JJ Remix. Die allerletzte Träne, auch von Mixmaster JJ Remix. Wie ein Komet hatten wir gerade schon, ne? DJ Mix. Ja. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass wir unseren lieben Jermaine nicht vergessen, der die ganzen Mixe gemacht hat. Das hast du ganz toll gemacht. Und deswegen sage ich, Manfred, du darfst ihm 2 Karten schicken. Thomas, wie krieg ich denn deine Adresse?
Die Adresse, ich weiß nicht, hast du die vom letzten Mal mit der CD noch? Boah. Das ist Wiederholungstäter, der Thomas. Thomas, warte mal, ich mach das immer. Thomas. Passage, wie die Passage nur mit einem S. Jawohl, die habe ich. Mönchengladbach. Ja, genau, richtig. Habe ich. Ja, Thomas, dann sehen wir uns auf meiner Albumpräsentation. Freue ich mich. Alles klar. Okay, danke schön. Thomas? Einen schönen Gruß, ja. Mich siehst du auch da. Wer ist da? Ich bin auch da. Hast du jetzt einen Schreck gekriegt oder was? Nein. Aber auch einen schönen Gruß an dich. Ja, aber vergiss... Aber der Manfred hat gerade gesagt, der ist auch da. Also du hast doch die Möglichkeit, die Karten wieder zurückzuschicken. Soll ich dir mal einen Geheimtipp sagen, Thomas? Ja. Die Karten kosten auf dem Schwarzmarkt 150 Euro. Alles klar, deine Adresse habe ich, die Karten gehen Anfang der Woche raus. Alles klar, tschüss. Okay. Dann noch einen schönen Gruß an das ganze Radioteam und an Jürgen Peter und an Tobi, die Partyrakete. Thomas, du hast noch was vergessen. Du hast noch was vergessen. Die Iris sitzt auch noch hier. Ja. Hallo. Und einen schönen Gruß an die Iris, genau, hallo. Und du hast vergessen, Disco Fox zum 9. Geburtstag zu gratulieren. So geht das ja nicht hier, ne? Einen recht herzlichen Glückwunsch zum 9. Geburtstag. Das ganze Team von Disco Fox FM. Da bist du nochmal davon gekommen, du. Ja. So. Thomas, wir wünschen dir viel, viel Spaß und für die nächste Karte, die verlost wird, jetzt wird es noch schwieriger. Thomas, du hast gerade noch Glück gehabt, du hast die zwei Karten so bekommen, dass du jetzt einfach nur abgelesen hast, ja. Aber der Nächste, der anruft, der muss mir die erste Strophe und den ersten Refrain von Mary Jane singen, damit er eine Karte gewinnt. Und wer sich das traut, ich bin sehr gespannt. Boah. Du gehst aber ran. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Da hast du Glück gehabt. Ja, das haben wir aber extra gemacht. Hätte ich das jetzt bei dir gemacht, dann hätten wir jetzt keine Zuhörer mehr. Oh. Nein, Spaß. Alles gut. Wir sind ja alle so nett zu dir. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, das kann auch krumm schief sein oder sonst irgendwas. Geht mir nur darum, dass man den Text kennt. Erste Strophe, erster Refrain und ihr könnt eine Karte gewinnen. Und wenn das ganze Lied singen, zwei? Das musst du entscheiden. Jetzt musst du das entscheiden. Das sind 3 Minuten. Hält das unser Sender aus? Das weiß ich nicht. Thomas, wir sind weg. Tschüssi. Tschüss, Thomas. Tschüss. So, Manfred, Disco Fox, wir haben guten Tag. Ist nochmal der Udo. Mach keinen Quatsch. Meine ich ernst. Du meinst das wirklich im Ernst? Ja. Und du kannst das auch? Ich denke mal schon, ja. Also ich gucke jetzt auf meine Hörerzahlen und dann gucke ich wieder auf meine Hörerzahlen, wenn du fertig bist. Und wenn die gesunken sind, dann kriegst du keine Karte. Okay. Jürgen, was soll er singen? Mary Jane, erste Strophe, erster Refrain. So, wir sind ganz gespannt. Hast du aufgezeichnet? Tust du aufzeichnen? Ja. Zeichne mal auf. Du kommst jetzt morgen im Fernsehen. Von mir aus, ich habe kein Problem damit. Udo, dein Mikrofon, bitteschön. Okay, dann fange ich mal an. Ich träume von dir, wenn du nicht bei mir bist. Hab Sehnsucht nach dir in jeder Nacht. So ein Gefühl, stark wie nie zuvor. Du hast in mir ein Feuer der Liebe entfacht. Ich kann dich einfach nicht vergessen, Mary Jane. Warum hast du mich verlassen? Musstest du denn wirklich gehen? Ich kann dich einfach nicht vergessen, Mary Jane. Werden wir uns irgendwann mal wiedersehen? Ja, cool, das war ja gar nicht mal so gut. Udo, alleine, dass du dir das getraut hast, das ist schon geil. Hast du dir eine Karte verdient, definitiv. Und wir haben nur 20 Hörer verloren, also so schlecht war das gar nicht. Ja, dann geht es doch noch. Ja. Mit Musik wäre es besser gewesen. Ja, die Musik haben wir selber hier. Das kann jeder, wir haben ja hier keine Mini-Playback-Show. Ja, schade, nicht? Das heißt mit anderen Worten, Udo, du bekommst jetzt 2 Karten statt einer. Schön, bräuchte ich auch, weil meine Frau soll ja mitfahren. Auch das noch? Seit wann? Ja, ohne Frau geht nichts. Seit wann nimmst du Bier mit nach München? Oder, ja. Wasser mit ins Schwimmbad? Alles klar, Udo. Alles vermerkt. Du bekommst die 2 Karten.
Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch. Wir bedanken uns bei dir. Dass ich du wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Dir auch, Odo. Dito. Tschüssi. Okay, tschüss. Manfred Disco Fox FM, einen wunderschönen guten Tag. Chris Clark, hallo Manfred, hallo Disco Fox FM. Hey Chris, cool. Grüß dich, Sohnemann. Ich habe gerade mal in meinen Kalender geguckt und habe gesehen, am 27. haben wir auch mal nichts vor. Das heißt, da würden wir uns doch gerne zum Album-Präsentation von Jürgen Peter einladen lassen. Mein Lieber, wir beide. Was muss ich tun? Mein Lieber, wir beide haben uns ja schon ausgemacht, dass wir da hinfahren. Aber wir haben nur noch eine Karte. Dann musst du meine Frau einladen. Gut, dann lade ich deine Frau ein. Jürgen, was muss mein Sohnemann tun, damit er an die Karte kommt? Du, jetzt kannst du dir was einfallen lassen. Das sind deine Karten zum Verlosen. Deine Karte. Oh, Chris. Nee, jetzt fang ich schon mit zu singen. Das hatte meine Frau gerade schon vor, aber die ist leider nicht durchgekommen. Da war der Kollege war da schneller. Ja, dann soll eine Frau singen. Wollte eine Frau singen? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich hatte ja gerade ein Glas Bier gegeben, da hat sie gesagt, mach ich, und jetzt das Glas Bier aber verdaut. Ja, eine Flasche Bier nutzt ja nichts, da muss ein Cognac hinstellen. Gib mir noch eine Flasche. Noch eine Flasche, ja genau. Nee, wir müssen gleich noch weg, also. Das geht also nicht. Alkohol ist jetzt nicht gut. Ja, Jürgen, helf mir doch mal. Es geht sich ja um dein Programm. Ja, handelt ihr mal im Hintergrund aus. Ich begrüße mal eben den Tobi ganz lieb. Hallo Tobi. Hallo Chris, ja, grüß dich. Jürgen, seid ihr euch jetzt einig, was ich machen muss? Ja, Kopfstand und mit den Füßen wackeln. Okay. Und ein Video dabei. Video rüberschicken per WhatsApp. Steht schon auf dem Kopf. Wir machen das anders, Chris. Wir sind ja dann da und dann musst du irgendwas da tun. Ja, genau. Aber denk dran, ich komme mit Gehstock, ja? Ja, ist klar. Du kannst auch Rollstuhl kommen. Ja, nicht, dass mich einer da so tanzen verleiten will. Nein, du musst im Rollstuhl kommen, dann kannst du ganz vorne sitzen. Und ich setze mich auf deinen Schoß. Ja, genau. Das machen wir auf der Bühne. Alles klar. Gut, dann ist der 27. gebongt. Wie früh ist das eigentlich? Ich habe gesehen, das ist ein Sonntag, ne? Ein Sonntag, ja. 18 Uhr Einlass, 19 Uhr Beginn. Ah, cool. Ja, das kriegen wir hin. Ja, da könnte ich auch kommen. Cool. Ja, okay. Du hast ein Pech gehabt, jetzt sind die Karten weg, Tobi. Nee, ich bezahl die auch. Tobi, vielleicht kannst du meine kaufen. 150 Euro auf dem Schwarzmarkt ist gar nicht so schlecht. Das sind noch gute Preise, die waren schon über 1000. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Sendung und einen schönen Sonntag. Ja, danke dir auch, Chris. Tschüss. Tschüssi. Ihr Lieben, ihr seid wieder auf Sendung. Jetzt guckt er sich da das rote Pferd da im Fernsehen an. Ja, das ist der Markus Becker gerade im Fernsehen. Das rote Pferd. Ja, nicht Regenwürmer, die husten. Ja. Wir können den Ton anstellen und dann übertragen wir das. Da dürfen wir nicht. Nein, nein. So, wir haben noch eine Karte für Bosch. Wie heißt das? Bosch steht oder Bock steht? Bostedt. Bostedt. Genau. Also, für Bostedt. Eine Karte. Ja, der Veranstalter hat einen Beruf. Einen Beruf. Steht auch überall drauf, auch auf den Plakaten. Und wer jetzt, also Freunde, ich sag's euch, kommt da hin und ihr werdet eine geile Party erleben. Aber wenn ihr hier anruft und die Karte haben wollt, ist das schon mal ein Muss, dass ihr wirklich auch dahin kommt. Weil die Karten kosten auch 30 Euro. Das heißt, wenn wir die Karten jetzt verlosen und auch verschenken, dann heißt das, ihr müsst auch wirklich kommen. Das müsst ihr auch wirklich auf euch nehmen. Das sollte man voraussetzen, ja. Sollte man voraussetzen. Sonst sollte man die Finger vom Telefon lassen. Genau. Also, welchen Beruf hat unser Thorsten Gebel, der diese Veranstaltung macht? Ruft an, sagt uns das und ihr habt die nächste Karte für Bostedt gewonnen. Und wir sagen Dankeschön. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Wäre noch schöner. Wenn Männer den Verstand verlieren... Ja, und mehr. Der rutscht dann ziemlich tief in die Hose. Sind oder wir jetzt da, wo wir hier sind. Was, wo wir hier sind, wenn Männer den Verstand verlieren. Genau. Nicke Man, 9 Jahre Disco Fox FM, das ist richtig cool. Ich muss mal eben den Hajo grüßen, der ein Kollege von uns, der gerade auf dem Kaiserstuhl sitzt. Also nicht auf dem Kaiserstuhl, sondern am Kaiserstuhl. Hajo, deine Grüße habe ich bekommen und deine Glückwünsche auch. Ich danke dir ganz herzlich. So, ja, wir warten eigentlich auf einen Anruf. Ja, ich wollte anrufen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Ich weiß es ja.
Dann gehst du wieder in den Garten und gehst uns verloren. Ich war telefonieren, Herr Niggemann. Ich weiß. So, wir haben jetzt noch genau 35 Minuten Sendezeit. Dann sind die zwei Stunden schon wieder um. Schon wieder um. Schlaflos wegen Jürgen Peter sind die Frauen. Ja, und ich war wegen euch allen. Ich habe noch gestern schlaflos. Manfred, ich möchte gerne mal die Gelegenheit nutzen und mich gerne von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ja, kannst du gerne machen. Auf die nächsten mindestens 9, 10 Jahre nochmal Disco Fox FM. Hab mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein durfte. Und wir sehen uns auf meiner Albumpräsentation am 27.8. Auf alle Fälle. Ja. Wer Karten braucht, meldet sich vielleicht bei Manfred. Ich brauche welche. Jetzt hast du alle verlost, hast du selber keine mehr, ne? Genau. Ich komme dann als Ehrengast. Okay. Ich trage meinen Frack und Zylinder. Genau. Ich sag, habt alle einen wunderschönen Sonntag. Und du hast ja noch eine Karte von Bostedt, ja, die du verlosen kannst. Mhm. Gefragt war, wer bzw. was macht der Veranstalter beruflich, der diese Veranstaltung macht, am 5.8. in Bostedt. Ruft an, sagt dem Manfred das. Der Manfred teilt uns dann die Adresse mit und ihr bekommt dann die Karte zugeschickt für den 5.8. in Bostedt. Das ist in der Nähe von Hamburg. So machen wir das. Gut, ich mache mich jetzt weiter. Die nächste Party wartet schon bereits. In Neuerburg ist das. Das ist irgendwo in der Eifel, glaube ich. Und da ist heute Rebefest. Mhm. Andi Andres ist da. Zachi Neu ist da. Wer kennt ihn nicht? Von Eis am Stiel. Mhm. Der kleine Dicke. Und da freue ich mich riesig drauf, habe mir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Markus NDW ist dabei, den habe ich letzte Woche das erste Mal kennengelernt, auch persönlich. Ganz, ganz lieber Kerl und da freue ich mich richtig drauf. Und danach geht's zum Andi Andres nach Hause, zu seiner Geburtstagsfete, weil der Andi hat heute Geburtstag. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Andi. Happy Birthday to you. Wir waren übrigens, ich war mit meiner Frau beim 80-Euro-Wald davor, vor 4, 5, 6 Wochen. Beim Waldi? Leider war er nicht da. Oh. Da muss, weißt du, habe ich einen kleinen Tipp für dich. Wenn ihr zum Waldi wollt, der ist meistens sonntags, ist der da. Aha. Und zwar morgens von 10 oder 11 Uhr angefangen bis abends spät. Dann, weil der hat die ganze Woche über, hat der Dreh. Wir waren samstags da, da war er zum Dreh, ja. Ja, ja, genau. So, also der ist meistens sonntags da. Aha. Wenn wir mal hinfahren und die Zeit dafür finden, dann fahren wir auch meistens sonntags hin. Wir haben ein wunderschönes Windlicht gesehen. So ziemlich groß, ziemlich bunt, aber sah ganz toll aus. Und meine Frau sagt, ja, da würde ich 30 Euro für geben. Und dann haben wir die Dame gefragt und ich glaube, war 130 Euro. War meiner Frau dann doch ein bisschen zu teuer. Ja. War wunderschön von einem Künstler gemacht. Aber ja, das glaube ich. Aber der hat auch nur, ich sage jetzt mal, was heißt nur, der hat auch für einen kleinen Geldbeutel, aber gewisse Sachen haben eben ihren Preis. Und wenn das von einem gewissen Künstler ist, ne? Deswegen, ich bin auch immer sehr erstaunt, wenn Leute reinkommen, die haben irgendwas und das sieht gar nicht aus, als wenn das so viel wert wäre. Und auf einmal kommen da Unsummen bei rum, weil das wirklich sehr, sehr selten rar ist von einem bestimmten Künstler. Was mich total fasziniert hat, ich hatte mal gesehen, da war ein Video bei YouTube online, das war jetzt nicht bei Waldi, sondern da ging es darum, dass, ach, wie hieß die nochmal, die Susanne, die da sitzt. Ja, die Blonde. Die Blonde, genau. Die hatte... wollte irgendwelche Möbel oder Schmuck ankaufen von einer älteren Frau. Ein ganz wertvolles Bild ersteigert. Nee, die hat ein ganz wertvolles Bild an der Wand gesehen, hat gedacht, okay, das könnte was wert sein, hat sich dann erkundigt und hat dieses Bild für diese Frau versteigern lassen in London. Und da kamen 750.000 Euro bei rum. Ich habe das mitgekriegt. Ein ganz kleines Bild mit einer Blumenvase. Das war seit den 80er Jahren gesucht, das Bild. Ich schaue auch mittags schon mal die Sendung, wenn ich Zeit habe. Und da war auch letzte Woche einer, der wollte ein Gemälde verkaufen. Sein Wunschpreis war 200 Euro. Da hat er 2.300 Euro für gekriegt. Der Mann war so happy. Leute, guckt in euren Keller oder bei Oma auf dem Dachboden und dann geht zum Waldi oder guckt, dass er in die Sendung reinkommt. Aber lass die Finger von der Omi. Die ist zwar alt, aber nicht wertvoll. Genau. Alles klar. In diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. 9 Jahre Disco Fox FM. Bin froh, stolz, dass ich heute hier sein konnte, den Geburtstag mitfeiern konnte und auf viele weitere Jahre Disco Fox FM. Ich freue mich auch mal, dass du da bist. Den Anruf nehmen wir jetzt noch an. Den nehmen wir noch an. Da sind wir dabei. Schon wieder aufgelegt. Ja, du hast dich ja jetzt verabschiedet. Hat sich doch nicht getraut.
unseren Jürgen Peter haben wir eben verabschiedet. Den Tobi, den habe ich noch hier und die Iris ist auch noch da. Und wir haben noch genau 13 Minuten Zeit. Und die 13 Minuten nutzen wir jetzt aus. Der Tobi hat mir nämlich noch eine CD hier hingelegt, die ich noch verlosen darf. Ein Album sozusagen. Und das heißt Gefangen. Also das könnt ihr gerne noch bei uns hier noch gewinnen, wenn ihr nochmal anruft hier bei Disco Fox FM und ihr braucht keine Frage beantworten. Ihr habt euch heute so angestrengt. Oh, warum? Ich hätte gesagt gehabt, die müssen die erste Strophe von Ich war so glücklich singen. Vielleicht traut sich ja jemand. Man muss dazu sagen, der Nigel Mann, der hat jetzt 8 CDs von meinem Label Steini Records. Und das heißt, er wird jetzt immer mal wieder, denke ich mal, so ein Album mal verlosen. Ne? Mhm. Dabei ist zum Beispiel Kevin Gandell, Ab in die Sterne, Jansi mit Wolke 7, Oliver Stein, Du bist mein Wunder, Maxi, Marco Schröder, Halt mich. Okay, aber jetzt erstmal ein Album, Tobi die Partyrakete, Gefangen. Was ihr da hört, das ist das Kaffeeumrühren von unserem Tobi. Ich würde ja gerne mal einen Song live singen. Gleich mal, wenn das noch geht. Da muss ja aber ein. Meinen neuen aktuellen natürlich. Und es hat noch keiner live gesungen heute. Ich habe eigentlich gedacht, der Jürgen singt heute mal irgendwas live. Der Jürgen singt nicht so gerne live. Das kommt auch. Aber er singt live. Ich habe es ja gestern gehört. Ich habe gestern den Auftritt ja von ihm gesehen und es war alles live. Also, ja, das macht er. Chapeau. Ach, übrigens, weißt du eigentlich, was der singen musste gestern? Nein. Beim Tauschkonzert? Nein. Weil man dich lieben muss von Ben Luca. Ah, klasse Song. Und die Nummer ist mega schwer. Und er hat das Normale gesungen und das Hohe hat Ben dann selber gesungen. Aber hat echt geil gemacht, ja, muss ich sagen. Echt gut. Ich mag den Song. Ja, schöne Nummer. Ja, leider sind unsere 2 Stunden vorbei. Unsere liebe Iris kam auch nicht so richtig zu Wort heute. Aber wenn man so 2 Künstler im Studio hat, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Ne? Iris, vielleicht können wir das ja nochmal nachholen. Das wiederholen wir auf jeden Fall nochmal. Ja, verabschieden wir uns. Sagen Dankeschön fürs Zuhören. Ja, Dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte. Danke für so viele Zuschauer. Zuhörer. Jürgen Peter hat neben mir gesessen eben noch. Jetzt sitzt die Iris neben dir. Die Iris neben mir. Aber ich, ganz ehrlich, ich schätze den Jürgen echt und ich finde das toll, wie er ist und weiter so. Ja, ich bin auch froh, wenn ich ihn da wieder auf der Veranstaltung sehen darf. Ja, 27.8. ne, in die Gemälde, genau. Da komme ich auch hin. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit meinem Kollegen, den Carsten, und wir geben jetzt ab. Und das Ganze machen wir musikalisch mit Alessa. Schauen wir mal, was noch wird heute. Auf alle Fälle haben wir ein Riesenprogramm bei Disco Fox FM alle 9 Jahre. Disco Fox FM, hier ist dein Webradio für Musik mit Gefühl.